Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du den Weg wieder hergefunden hast, das freut mich doch ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken. Vielen Dank schon mal im Voraus. So, wir sind wieder live zurück hier im Stream. Und wir haben beim letzten Mal dieses wirklich geile Gefängnismod gebaut, unter anderem richtig gut. Da machen wir auch gleich weiter. Und der gute Ebis gibt mir gerade einen Tipp, und zwar soll ich die Strafzeit hochsetzen. Die ist zu niedrig. Meinst du so als abschreckendes Beispiel oder was? Ich hoffe, das ist okay. Keine Ahnung. Sechs Jahre, neun Jahre und 20 Jahre. Ich denke mal, es sollte doch reichen, oder? Ich denke schon. Okay, alles klar. Also, Ebis ist einer, der die Leute hart bestraft. Okay, also, wenn wir die dann hier haben. Wir haben noch keine Wärter. Das bedeutet, wir müssten heute eigentlich... Es ist mir alles noch ein bisschen zu leer hier, der ganze Platz. Das wird nochmal weggenommen. Später nochmal umgebaut. Das gefällt mir nämlich noch nicht. Oder habe ich das hier? Warte mal kurz. Ich weiß, dass ich so einen Boden habe extra dafür. Das habe ich. Diese Lichter braucht man natürlich nicht mehr. Ich habe so ein extra so einen Boden gehabt, das weiß ich, aber ich finde ihn gerade nicht. Es ist Outdoor Pool. Innenpool. Observation Tower, okay. Ein Zoo. Kann man ein Zoo hier hinbauen? Nee, passt leider nicht hin. Schade. Sonst hätte ich hier ein Zoo hingebaut oder sowas. Oder ein Restaurant oder sowas. Why not? Na gut. Okay. Lassen wir das erstmal. Da kümmern wir uns später drum. So, also das läuft. Naja, mit den Lichtern ist so eine Sache. Die sind am besten in einem Freizeitpark. Dann gut außerhalb der Weihnachtszeit. Ja, das stimmt. Stimmt. So, also wir haben immer noch das Problem fehlende Wärter. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass wir dort Arbeitskräfte hinbekommen. Das heißt, ich müsste von dem Busbahnhof hier, wo... Ich müsste vielleicht noch einen zweiten Busbahnhof bauen, der vielleicht hier sich konzentriert, damit nicht alles von da aus sich dann hinbewegt. Das heißt, wir werden nochmal einen bauen. Oder wir bauen ihn hier vorne mit rein. Weil wir hier nicht so viele Leute haben. Oder wir setzen ihn hier oben noch mit hin. Wäre auch noch eine Möglichkeit, obwohl der ist zu nah. Also wir setzen jetzt hier einen zweiten Busbahnhof hin. Plattform Station. Der hier, ne? 800. Ja, ich brauche mehr Leute, da hast du recht. Da hast du allerdings recht, Ebis. Wir haben gerade mal 2680, das ist nicht viel. Da stimme ich dir absolut zu, so. Machen wir erstmal anders. Ich ziehe erstmal die Straße. Und ich muss vor allen Dingen mich jetzt auch gleich mal darum kümmern, dass wir endlich mal Dollar an den Start kriegen. Ansonsten sind wir mit der Zeit echt aufgeschmissen. Also... Wir sehen zu, dass wir noch einen zweiten Busbahnhof bauen können. Damit wir unsere Leute dementsprechend auch dorthin schicken können. Das heißt, hier wird noch ein bisschen Stadt drumherum kommen. Nehmen wir uns ein paar Busse. Wo haben wir eigentlich unsere Gefängnisbusse? Die haben wir noch gar nicht hier, wie ich das sehe. Doch hier, Gefangenenbus. Prison Bus.
Sechs Passagiere. Sechs Passagiere ist nicht viel. Bus. Ah, die Icarus, die finde ich super. Optisch gesehen sind die super. Was ist das denn hier? Das Gekoppelte oder was? Das ist ja auch. Mit Anhänger hinten dran. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn mit einem Anhänger hinten dran? Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum nicht? Warum nicht? Ey, komm. Den Spaß gönnen wir uns. Wie viel brauchen wir denn hier überhaupt? 92 Wärter. Okay. Das ist hart. Uralt Langbusse. Ja, aber komm, wir sind ja in den 60ern, also eigentlich theoretisch können wir die ja ruhig nehmen. 85 schaffen die immerhin. Wir müssten eigentlich, naja, 3 oder 4 reichen. 4 Stück. Komm, das ist cool. Wir warten auch schon welche. So. Bam. Bam. Oh Gott. Alter Falter, ey. So, dann machen wir Linien. Wir nennen die Linie mal anders. Und zwar Gefängnis. Oh. Gefängnis. Stadt. Okay, auf geht's, komm. Wie geil ist das denn? Bin ich hammerhart jetzt. So, hier sind auch schon ein paar Leutchen. Piepelchen, keine Arbeiter, einmal, naja, aber Schüler. Schüler wollen hier hin. Alles klar, Schüler wollen dahin. Na gut. So, wo sind sie denn? Die sind bestimmt erstmal tanken, ne? Genau. Hier fahren sie rein, tanken, fahren rum. Aber wie geil ist. Wie, echt, das ist echt, echt hammerhart, ey, ganz ehrlich. Halt, stopp! Das muss sein. Das muss sein. So, okay, weiter geht's. Fahrt mal weiter. So, wir schauen mal, ob wir hier noch ein paar was Schönes hinkriegen. Wohnen. Da habe ich übrigens neue Gebäude. Die wollen wir mal austesten. Testen. Alte Stadthäuser. Oh. Ich hatte doch neue Gebäude, die hier nicht angezeigt werden. Seite 9, okay. So viel zum Thema dieser neuen Gebäude. Echt klein, diese Gebäude hier, aber macht ja nichts. Die? Ja, Ebis, du siehst ja, ne? Verbiete die Schüler vorerst auf dem Bahnhof und weist von den Häusern die Arbeit dort an, zur Arbeit zu fahren. Sekunde. Machen wir gleich. Eins nach dem anderen. Corner Strip, 60er, 40er Block. Ja, ich setze hier erstmal auf Altstadt. Näher ran geht nicht. So zu machen. Erstmal. So, Schüler weg. So, Quatsch. Das passt schon, das ist okay. Und du dann dahin. So, zack, bumm. Direkten Weg. Ah, genau. Arbeiter, jawohl. Sehr schön. Die ersten Arbeiter, die im Knast arbeiten.
Ja, wir haben auch noch gar keine Häftlinge hier. Wieso haben wir denn überhaupt keine Häftlinge hier? Wundert mich jetzt, dass hier keiner verurteilt wird, oder was? Ich zwar an 100%. Fehlendes Gefängnis? Warum denn? Das Gefängnis ist doch da. Willst du mich verarschen? Jetzt. Jetzt geht's los. Aha. Man muss erst Leute da haben. Okay. Mega gut. Echt mega gut. Guck mal, wie der hier hält. Das passt alles soweit. Jawoll. 8 Häftlinge. Ja, schön. So, sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt einen Gefängnisbus kaufen. Und die dann dort arbeiten lassen. Wo bist du denn? Gefangenenbus. 6, 6, 90, 90. Was nehmen wir denn da? Ich glaube, den hier. So, okay. Dann nehmen wir den Gefangenentransport. Halt. Genau, beladen und ihr sollt dann hier entladen. So, so, schauen wir uns die Linie ein. Gefangene Pole. Halt. Pole, genau. So, mehr Fahrzeuge erforderlich. Änderung speichern, okay. Haben wir. Ins Kraftwerk, okay. Meinst du? Ja, hier guck mal, hier Kohleprozess fehlt, da ist mehr Platz. Hier ist gut, das Kraftwerk ist gut. Das ist recht gut besucht, das ist in Ordnung. Aber hier fehlen halt die ganzen Leute, ne? Da geht was. So, dann lass mal gucken, wie das hier läuft. Ist schon gestartet? Nee, noch nicht gestartet. So, auf geht's hier, kommt. Bin mal gespannt. Oh, das läuft. Okay, hier ist ein bisschen wenig Gerichtspersonal. Das ist in Ordnung. Bleiben, da kommen die Ersten. Fünf Häftlinge. Okay. In Ordnung, jetzt bin ich ja mal gespannt. Cool, der Adventskalender geht auch noch. Hä, was für ein Adventskalender? Oh, das habe ich gerade vergessen. Sorry. Komm vor. Sorry. Den habe ich glatt vergessen auszuschalten. Überfordert mich doch nicht. So. Okay, das läuft. Der Gefangenentransport läuft auch. Die sind hier zufrieden. Das sieht doch alles grundsolide aus gerade. Das heißt, wir können nochmal nachlegen. Und zwar mit dem Corner Strip. Können wir nochmal Gas geben, wenn der denn hier hinpasst. Passt der hier hin? Der passt sogar hier hin. Dann bauen wir den Corner Strip jetzt mal ein. Können wir den da ranbauen? Nein, ne? Schade. Können wir dich drehen? Naja, Lukas sagte schon fast 400. Nee, er hat die andere Meinung, Meldung gemeint. Und das war okay. Habe ich gemacht. So, kriegen wir dich da ran? Schön wär's, wenn wir dich da so direkt. Okay, dann machen wir was anderes. Warum passt du da nicht?
In dem Untergrund? Jetzt ernsthaft? Und doch, hier geht's. Wenn ich vorstellen, dass der Untergrund schuld ist. Warte mal ganz kurz. Ich glaube eher, die Straße ist das Problem. Wir können es ja mal wegnehmen. So, wir gucken nochmal nach diesem Reihenhaus. Das ist die 105,80. Wenn, dann nehmen wir die lange Variante. Das ist die Straße, die das Problem ist. Straße muss das Problem sein. So. Warum ist das so doof? Straße ist das Thema. Muss ich es anders machen? Hilft nix. Oh, machen wir da andere Gebäude rein. Ist jetzt auch nicht so das Drama. So. Kümmern wir uns mal kurz drum. Wir sind doch flexibel. Wir haben doch genug Zeugs, um hier was zu bauen. So. Dann kommt die Straße aber nicht ganz. Also, das wird ein Problem. Warum passt das dann nicht? So, nehmen wir mal den dahin. Wenn ich drehen, dann passt du, glaube ich, ne, passt nicht besser ran. Ein bisschen lückenhaft. Ja, die Straße ist ein bisschen zu eng gesetzt hier. Schade. Vielleicht können wir ja das ein bisschen austricksen. Mal sagen, okay, da bauen wir hier so eine Art Hinterhof oder sowas. So. Beim nächsten Mal müssen wir uns auf jeden Fall darum kümmern, dass wir Dings ranbekommen. Dann mal anfangen mit der Geschichte des Westens. Das hat auch echt nicht ganz ranpasst, ey, wegen der blöden Straße hier oder was? Ey, da ist es, da ist der Fußweg, okay, das verstehe ich. Come on, ey, kann doch nicht wahr sein. Echt jetzt der Fußweg, der so ein bisschen rumzickt oder was? Ach komm. Ist zu groß. Warte mal kurz. Vielleicht können wir hier eine Attraktion oder was hinbauen. Dass sie sich dann noch ein bisschen besser fühlen. Irgendwas, was da so ein bisschen abschließen könnte. Hier. Ich hab's, glaube ich, gefunden. Nee, das ist der Pavillon. Expo Center Pavillon. Pavillon G. Der Zoo ist ja nett.
Strand, na, das passt ja sowas von gar nicht dahin. Amphitheater, das wäre vielleicht noch eine Idee. Vielleicht noch ein Amphitheater dahin bauen, obwohl, nee, das passt leider auch nicht hin. Alles zu groß momentan, das ist ja echt zum Mäusemelken sowas. Wenn du das Gebäude siehst, geht da die Heatbox in die andere Richtung zeigt. Ja, ich lasse das Stück jetzt da. Es ist mir zu wurscht jetzt. Wir machen jetzt was anderes hier hin. Machen hier vielleicht mal so ein irgendwie, einfach nochmal so ein Monument oder sowas. Um das hier abzuschließen. Oder ich baue hier so eine kleine Baustelle hin oder irgendwie sowas. Hören wir hier auf. Wir haben hier eine Baustelle. Wir haben ja auch Baustellendinger. Sowas hier, die gerade gebaut werden. Optisch. Aber ehrlich gesagt, wenn ich hier keine Baustelle hinbauen, eine Fontäne, was ist das denn hier? Das ist Squadford. Das sind diese, Baugerüste. Decor für PCS. Wisst ihr, was das ist, ey? Was das sein soll? Das passt doch hier nicht rein, oder was? Soll das so sein? Ich weiß es nicht. Oh, für PCS. Hm. Sehr komische Geschichte. Ah, ja, da hat man so viel Auswahl und dann findest du nichts. Was da einen schönen Abschluss bilden würde. Ja, Schlosspark, irgendwie sowas. Na, da hast du recht. Wir könnten. Flowerbed. Line, ne? Der passt da leider nicht hin. Mittlerer Springbund passt da auch nicht hin. Der Kleine würde hier hinpacken. Hinpacken, vor allen Dingen hinpacken, Alter. Machen wir doch hier einen kleinen Park hin oder sowas. Können wir auch ein bisschen mit den Blümchen arbeiten. So, haben wir das. Wir haben auch die runden Teile. So, zack. Kommen wir da durch? Yes, kommen wir sogar durch. Ja. So, okay. Gar nicht mal so verkehrt. Das lasse ich auch grün. So. Schotter. Hier machen wir. Bis dahin mache ich Schotter. Und dann machen wir. Ja, genau. Atlet was grün. Akazien, Kiefern, Büsche. Too much. Ab Büsche rein. Können wir hier Büsche hinzaubern? Nur Büsche? Fragezeichen. Pappeln. Ich finde ja Pappeln ganz nett. Mal leider nichts hinbauen. Na, mal gucken, wie es wird. Dann vielleicht sagen, okay, warte mal kurz. Dass wir hier drumherum irgendwie so ein bisschen grün machen. Das Stadtbild einfach. So, okay. Soweit, so gut. Okay, die sind ein bisschen pissig wegen Kultur und so weiter.
Kneipe, Taverne, Sportart. Alles klar. Das ist das nächste, um das wir uns wieder kümmern müssen. Oh. Aber das machen wir alles erst im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall so lange fürs Zusehen. Hinterlasst gerne ein Däumchen, wie gesagt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.